Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal waren wir so ein bisschen auf Tauchgang, das wird heute glaube ich sogar noch mal ein bisschen schlimmer. Hinter mir sehe ich schon ein bisschen was an Quallen. Das wird spaßig, ich weiß nicht was die können. Die sind definitiv neue Gegner. Und wir müssen auf jeden Fall die ganzen Wasserhähne hier abdrehen, genau deswegen. Oh, 100 Eispikmin, dann kann ich das Wasser hier gefrieren lassen. Ja, eine neue Kreatur. Einfach gefrieren lassen. Nee, 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 nee. Das machen die Blauen. Die gefrieren zu lassen, bringt sie instant um. Macht aber auch irgendwo Sinn. Ja, das können wir ja schon mal abtransportieren. Okay, das will ich glaube ich von hier oben aus machen. Hier kann ich die Wasserhähne abdrehen. Und was zieht ihr da? Ihr habt einen Schnulli rausgezogen. Okay, die bauen gerade den Hahn fertig. Den brauche ich auch, um dort arbeiten zu können. Da ist auf jeden Fall wieder so eine Knolle. Einmal drehen, Jungs und Mädels. So. Das bekomme ich jetzt runter. Echt mal ganz das Ding zu tragen. So, dann pflücken wir die hier mal. Jetzt kommen wir hier auch hoch. Ich würde das Ding gerne mal abtransportieren. Deswegen vereise ich es mal nicht. Okay, so viel dazu. Abtransportieren kann ich das wohl generell nicht. Weg damit. Hallo, helft doch. Auf was wartet ihr? Die Knobknollen, die sind immer willkommen. Angriff. So, ich hätte gerne das Sushi da oben. Gönnt euch erstmal den Nektar, bevor ihr tragen helft. So, jetzt fehlt nur noch die Erdbeere da. Ja,
natürlich die Pigments, die wir rausziehen können. Dann kommt mal her. Dann gehen wir weiter nach unten. Ja, ein bisschen schade. Ich habe gerade gesehen, das war die einzige Ziel, die wir hier holen können. Oh, da hinten, da ist eine rosane Qualle. Und da ich die Eispigments wenigstens für irgendwas definitiv brauche. Trotzdem kann das Ding ohne Probleme kaputt machen. Angriff. Ich habe dann hier noch ein paar, die nicht im Blüte sind. Der hat auf jeden Fall jemanden in sich drin. Irgendeinen Gestrandeten. Das macht Otschin, weil er hat dort keine Gefahr. Da ist eine größere Zwiebelkrabbe. Oh. Oh, der hat zwei im Griffkasten gehabt. Das war eng. Ja, da habe ich ein Problem. Da muss ich erst einen Knopf für finden. Da ist ja der Knopf. Okay, dann geht mal den Knopf da oben betätigen. Die soll ich eigentlich ohne Probleme mitnehmen können, aber irgendwas wartet darunter. 100 Pro. Tot. So, für den Abtransport brauche ich die blauen. Das Puste-Ding nutze ich. Abkürzung. Hey, 1500 Glycerium. Okay, damit auf jeden Fall noch die Riesenente als nächstes. Die sollten wir jetzt easy abtransportieren können. Wer hilft, ist mir egal. Aber ihr helft denen jetzt. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir nur noch die Qualle fertig machen. Und natürlich das Rohmaterial direkt daneben einsammeln. Da ist nix. Angriff. Und tot. Ja, Abtransport. Ja, das müssen auch wieder blaue abtransportieren. Sonst noch irgendwas hier? Ja, da im Wasser ist noch was. Da
Da ist ein Knopf. Ja, jetzt muss ich warten, bis sie es abtransportiert haben. Wen haben wir denn da gerettet? Überprüfe die Visitenkarte. Hm, interessant. Kein Mitglied des Forschungsteams. Importum vom Weltall Kanal 1. Mopis, Heimatplanet Enohi. Sie ist bekannt für ihre mutigen Reportagen. Daher warb ein Regisseur sie für ein Projekt auf einem seltsamen neuen Planeten an. Moment mal, ich kenne ihr Gesicht. Ja, ich weiß, wer das ist. Eine bekannte Fernsehreporterin. Sie macht die besten Reportagen. Aber warum ist sie ausgerechnet hier? Du bist also ein Fan, Ross? Das hat er nicht gesagt. So, die haben jetzt gerade den Knopf abgeliefert. Aber das Teil schlägt noch aus. Das heißt, irgendwo ist ein Schatz vergraben. Ah, da! Die sind ja mega versteckt. Die siehst du ja gar nicht. Anstatt dass man mal tragen hilft. Lieber zuschauen. Wie in echt, ne? Lieber zuschauen, anstatt zu helfen. Die war mega gut versteckt. Na gut, weiter geht's. Okay, das sind wir auf Ebene 3. Da ist schon wieder diese rosa Qualle. Ich guck mal direkt auf den Rand. Sieht nicht so aus, als ob die wieder was versteckt hätten. Greift doch alle an. Das Blubberblasending unter Wasser überhaupt gefährlich? Einmal nicht so wirklich. Ist übrigens geil, wie ich mich hochbeamen kann. Das finde ich cool. Erstmal in die Wand einreißen. Und runter damit. Hier können nur die blauen Pigments arbeiten, wenn ich es richtig sehe. Oder könnten... Nee, brauchst auch 100 Eispigment, um mir zu vereisen. So, die sind kaputt. Dann ziehe ich hier die mal raus. Schon hat so lange da oben Spaß. So. Hier sind noch mal ein paar Pigments für mich. Stimmt hier drin auch irgendwas? Hier sind ein paar von diesen Pixern. Da kann Otschin eh nicht arbeiten. Die sollen schon mal die Brücke fertig machen. Angriff. Wir haben ein paar weiße, Eispigments gegessen. Die armen kleinen Pigments. Mögen sie in Frieden ruhen. Ich weiß nur. Er kam hier aus der Ecke.
hoch. Abtransport. So, die blauen wechsle ich hier mal. Sollen die Eispigments abtransportieren. Und das machen einfach direkt beide. Und ziehen mich mit. Lass mir wenigstens die Auswahl, die ich nicht mit will. Ein paar wurden sogar runtergeschoben. Na gut, auf beiden Hälften kann Otsche nicht mit, ne? Nein, nein, der Spaß in seiner Blubberblase. Die zu besiegen ist echt einfach. Okay, da hoch und den Knopf drücken, dann kann Otschen zu mir. So, Abtransport. Ich glaube, 11 Pikmin sollten reichen, um das Ding zu vereisen. Heißt das Ding doch. Mein Gott, stellen Sie an. Oh, ich sehe da im Wasser noch Rohmaterial. Okay, die tiefste Ebene. Da ist ein sehr, sehr großer Orkalok. Der Orkalok hat wahrscheinlich das Teil gefressen, was wir suchen. Also den Kameraden. Da habe ich noch ein paar Pigments im Boden gesehen. Und ganz weit hinten sehe ich auch noch mal ein paar Pigments, die ich mir vorher noch hole. So, ich habe schon mal eine Sensorbombe. Kaboom! Ja, der hüpft. Meine Arschbombe. Oh, der macht die Map kleiner. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich lasse den zumindest ein bisschen was machen, bevor ich ihn umbringe. Aber außer hüpfen und stampfen macht er nichts. Ja, ihr transportiert mal ab, ne? Das war ja relativ geschenkt. Also den hätten wir auch ohne die Bombe leicht besiegen können. Statt zu tragen, setzen sie sich lieber ins Wasser. Ihr sollt da tragen helfen. Ich habe eigentlich das Untätig-Signal gedrückt, ne? Ich kann mir schon vorstellen, was sie da rausziehen.
Und neues Hilfsmittel verfügbar. Ja, dann trag den wenigstens schnell weg. Mal sehen, was die Visitenkarte hergibt. Bildungsreisende Touristin Kish, Heimatplanet Nishki, Mitglied des Geowissenschaftsclub der Allion-Akademie. Für sie sind andere Planeten der Schlüssel zur Mineralienforschung. Geowissenschaftler Allion-Akademie, dann ist sie sicher eine Studentin der Dozentin, die wir neulich gerettet haben. Es besteht die Möglichkeit, dass wir noch nicht alle Studenten gefunden haben. Wir müssen die Suche fortsetzen. Ja, und das war auch das Letzte, was ich hier zu finden gab. Dann wieder ab nach oben. Zwei Leute gerettet. Die Reporterin hat bestimmt einen ganz neuen Nebenquest-Strang. Okay, der Habgier-Generator, eine Geldbörse. Börse der Unvernunft. So kann man es aussehen. Monstergebiss. Geistesschwert. Geheimnisvoller Quetschfisch. Oktopus. Fallgrubendeckel. Gekrönte Kugelbeere. Bezauberndes Gummiteil und geschammerndes Gummiteil. Sonnenkernbeere. Meister des Geschmacks. Mütterliche Skulptur und falscher Lolli. Hab leider 14 Pikmin hier verloren, darunter hauptsächlich Eis-Pikmin. Oh, wieder ein paar Leute gerettet, ne? Und eine weitere Knobknolle. Wodurch ich mehr Pikmins mit mir schleppen kann. 70 kann ich jetzt mitnehmen. Aber der Tag ist jetzt so oder so vorbei. Und wieder Leute gerettet. Darunter auch einen Laubling. Das heißt, wir haben demnächst wieder eine Nachtexpedition vor uns. So, hinter dem Lolli muss ich anfangen. Es ist das nämlich, weil ich bei der letzten Folge rausgeholt habe. Das Rückkehrschild. Saturn einfach. Poetenfrucht. Und das Lichtschwert. Boah, habe ich viel Fortschritt geholt. Fast 30%. Captain Olima stammt doch von Hokotate, oder? Der Planet soll ja ziemlich berühmt für sein Gemüse sein. Ob es wirklich so delikat ist, wie man hört? Es war schon immer ein Traum von mir, eines Tages einmal eine goldene Pik-Pik-Karotte von Hokotate zu verspeisen. Wenn sie nur nicht so teuer wären. Es hat sicher noch keine Gelegenheit ergeben, die in dem Preis rechtfertigen würde. Ah, goldene Pik-Pik-Karotten. Wenn man sie nur erwähnt, denke ich gleich daran, dass Mutter immer Tolles gekocht hat. Sie hat sie einfach in einen Mixer gegeben und Saft daraus gemacht. Nahrhaft, lecker und man braucht nicht viel Geschirr. Sie hat aus all diesen wundervollen, teuren Karotten Saft gemacht. Kann man das überhaupt kochen nennen? Wenn du es danach noch in der Pfanne gibst, ja. So, wir haben eine neue Nachtexpedition für ihn hier. Wir können auf jeden Fall erstmal eine neue Fähigkeit lernen. Ich könnte Megakraft lernen. Da könnten wir die Melone schon abernten. Ich lerne auf jeden Fall den Mega-Hubs. Da macht Watch im maximalen Schaden. Und dann trainiere ich als nächstes Mega-Kraft. Dann kann Watch alles tragen. Als nächstes, was für ein Hilfsmittel haben wir freigeschaltet? Die Fortissimo-Pfeife. Oh, die Reichweite der Pfeife würde dadurch richtig weit erhöht. Das wäre auch nützlich. Ich nehme den Schatzanzeiger.
Die Fortissimo-Pfeife wäre zwar auch richtig geil, aber zu sehen, wie viele Schätze noch wo sind, wäre einfach nur praktisch. So, und dann holen wir uns jetzt hier noch ein paar Einträge ab. Ich habe noch die Frühlingsgewächse zum Vorlesen. Das ist auch die einzige Schatzkategorie, die gerade durch ist. Okay, dann fangen wir bei der Sonnenkernbeere an. Wie bekümmert man sich auch fühlen mag, diese schmackhaften Früchte sorgen für ein sonniges Gemüt. Es handelt sich nämlich um Freude in Fruchtform. Die Kerne pflanzen eine sonnige Wärme ins Herz, die sich dann im ganzen Körper ausbreitet. Die Cupidus-Granate. Erinnert mich an ein Buch. Das verwirrende Bildnis des Schicksals hat sich enträtselt. Das Morgen weint. Die Romantik ist gefallen. Liebe ist Wahnsinn. Um die Kluft zwischen den Liebenden zu überbrücken, ist dies die ultimative Waffe in Cupidos Arsenal. Wachmacherknolle. Isst man diese Frucht, wenn sie noch grün und unreif ist, stehen einem förmlich die Haare zu Berge. So sauer ist sie. Doch eine vollreife Frucht schmeckt süßlich und verleiht die Energie, auch größere Projekte anzugehen. Eine Nektarine, wenn ich es richtig sehe. Der Zuckertropfen. Diese Frucht schmeichelt gleich mehreren Sinnen. Ihre Form erinnert an einen Tropfen und sie verfügt über eine samtige Oberfläche. Doch so entzückend ihr Äußeres auch sein mag, man sehe unbedingt davon ab, die Kerne zu verspeisen, denn sie sind äußerst giftig. Goldener Globus. Nur ein kultivierter Gaumen weiß den Charakter dieser Frucht zu schätzen, denn sie ist gleichermaßen süß, sauer, bitter und sogar leicht scharf. Doch wer einen komplexen Geschmack zu schätzen weiß, wird mit einem kulinarischen Hochgenuss belohnt. Und der Netzballon. Filigrane Schale und zartes, süßes Fruchtfleisch. Wir haben es hier mit Eleganz in Fruchtform zu tun. Sein milder aromatischer Geschmack macht ihn zum perfekten Geschenk für einen guten Freund oder jemanden, der eine kleine Aufmunterung braucht. Einmal den Glutarak. Das glänzende Rot ist ein Meisterwerk und ein wahrer Augenschmaus. Die satte Farbe entsteht dadurch, dass mehrere Lagen an Fasern übereinander liegen. Die Natur ist wahrlich der größte Künstler von allen. Das stimmt tatsächlich. Ich würde sagen, ich lese vom Ballonarinus bis zu der Muschel einmal. Der Balloneros. Wenn man zwischen seinen Stacheln Seile verlegen und eine Gondel an ihm befestigen könnte, hätte man ein lebendiges Luftschiff. Ach, wie ich mir wünschte, auch nur einmal mit so einem Geschöpf durch die Lüfte reisen zu können. Gemeinsam würden wir fliegen, wohin die Wunden uns tragen. Schwacke tupfte Schwebequalle. Wie transparent sie ist und wie elegant sie schwebt, einer geheimnisvollen hellblauen Farbe, kann ich mich gar nicht satt sehen. Und selbst wenn sie Pigment verschluckt, frisst sie sie nicht, sondern hüllt sie nur sanft ein. Was für eine fürsorgliche kleine Kreatur. Ach, die frisst meine Pigments nicht mal. Starke tupfte Schwebequalle. Wenn man ihr dabei zusieht, wie sie durch Strecken und Zusammenziehen ihres Körpers Nahrung aufnimmt, kann man glauben, dass solche Schönheit auf dieser Welt existiert. Am liebsten würde ich mich zusammen mit den Schätzen und Pigment einsaugen lassen und dann für immer schweben. Doch dann würde ich wohl auch nicht mehr lange auf dieser Welt existieren. Okay, die blaue, die frisst meine Pigments auf, die rosanen, andersrum, die rosanen, die frisst die auf und die blaue frisst die nicht. Die Wackelqualle. Betrachtet man sie, vergeht die Zeit wie im Flug. Und man fühlt sich einfach nur erfrischt. Bei ihrem Anblick kann ich mich sogar auf einen fremden Planeten am Ende des Universums entspannen. Denn ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt. Als ich oft auf das Meer vor unserem Haus hinaussah. Der gelbe Orkalok. Man mache nicht den Fehler, diesen Orkalok als gewöhnlich abzutun. Denn seine Einfachheit finde ich höchst erfrischend. Und wenn man erst einmal einen von Hand aus einer Wackelqualle aufgezogen hat, kann man nicht anders, als ihn zu lieben. Allerdings sollte man auch seine Bedürfnisse beachten, denn er braucht oft ein wenig Abstand. Der Gigalok. Seine zarte, frische Haut steht diesem Hüpfer äußerst gut zu Gesicht. Glatt und samtig leuchtend lässt sie selbst diese enorme Kreatur wie ein entzückendes, riesenhaftes Baby erwürgen. Wenn ich sie nur ansehe, spüre ich schon, wie sich meine eigene Haut glättet. Wasserklößling. Über Äuglein verfügt er nicht, doch stattdessen hat er einen sensiblen Geruchssinn entwickelt. So entdeckt er einen selbst, wenn man sich äußerst leise von hinten anschleicht. Doch bei einem dermaßen großen und breiten Maul empfiehlt es sich auch nicht, sich ihm von vorn zu nähern. Der Aquatermitentos. Um Gottes Willen, es gibt eine Wasserversion von denen. Diese Tierchen finden sich zu einem Schwarm zusammen und gleiten gemeinsam durchs Wasser. Handelt es sich vielleicht um Familien oder Gruppen von Schulkindern. Es könnte höchst erhellend sein, sie mit einer Unterwasserkamera zu beobachten. Allerdings möchten sie vorsichtig und leise, damit sie nicht erschrecken. Der Nadler. Manchmal zieht diese kleine Schönheit friedlich schwimmend ihre Bahn. Krabbelt sie tipptapp über den Strand.
einer so vielseitigen Kreatur kann ich mich gar nicht satt sehen. Doch man lasse sich von ihren runden Äuglein nicht hinters Licht führen. Wie auch die Rose hat der Nadler Stacheln. Der Zwiebelkrabbler. Seine kleinen Glubscherchen ragen nur wenig aus dem Sand, wenn er darauf wartet, dass wir zu ihm kommen. Selbst wenn man weiß, wo er sich versteckt, gebietet die Höflichkeit, überrascht zu tun und laut "Oh!" zu rufen. Nichts macht ihn glücklicher. Also warum sollte man ihm diese Freude verwehren? Die Zwiebelkrabbe. Klick, klick, klick machen die Scheren, wenn eine Krabbe versucht, andere zu beeindrucken. Die Krabbe mit der größten Schere ist auch die beliebteste. Und die beliebtesten müssen vergleichsweise wenig tun, um es bis ganz nach oben zu bringen. Und schon unterscheiden sich unsere Welten gar nicht so sehr. Also die mit den großen Scheren mobben die mit den kleinen Scheren? Einsiedlergreifer. Man sehe sich das an. Diese clevere Kreatur baut sich ein Netz aus miteinander verbundenen Bodenhöhlen auf. So kann sie sich unterirdisch von Erdloch zu Erdloch bewegen, um Beute auszulauern oder Fressfeinden zu entgehen. Was für ein kluges Köpfchen. Der gepanzerte Stehstachler. Den zu zeichnen hat mir übrigens auch mega Spaß gemacht. Mit seinem roten Panzer, der wie ein Sonnenhut geformt ist, und dem gelben Flausch an seinem Schwänzchen wirkt er, als käme er direkt vom Laufsteg. Dabei hat er eine leicht erregbare Persönlichkeit. Bei der kleinsten Provokation öffnet er sein großes Maul weit und stürmt auf einen zu. Ich finde diesen Kontrast ja absolut faszinierend. Und zu guter Letzt die Amphibienauster. Auf sandigen Hügeln oder im Meer, egal wo sie sich gerade aufhält, bewegt sie sich nicht von der Stelle. Sie sitzt einfach da und wartet, dass jemand sie besucht. Das kann natürlich Beute sein. Aber vielleicht auch jemand, der einfach ihre wunderschöne Schale oder die Perle in ihrem Innern zu schätzen weiß. Ich weiß, sie zu schätzen, aber bitte ohne, dass du meine Pigments frisst. Danke. Ja, und beim nächsten Mal gibt es dann die restlichen Einträge, die ich hier unten noch habe. Dann werde ich das immer auch so machen, dass wenn ich irgendwelche Einträge in der Pyklopädie habe, ich hier direkt vorlese. So, bevor wir jetzt heute Schluss machen, suchen wir noch unsere zwei neuen. Hier haben wir Mopis. Ich sage jetzt schön. Und ich habe ihn hierher mitschleifen lassen. Wir drehen den nächsten Kastenschlager, hieß es. Ganz genau, aber vorher stürzen wir ab. Soll das ein Witz sein? Gut, auf der Leinwand sehe das natürlich toll aus. Aber tja, selbst wenn wir etwas drehen könnten, würden uns die Leute fehlen. Weil sie, wer weiß, wo gestrandet sind. Oh, tut mir leid, da bin ich wohl etwas in Rage geraten. Moment mal, hast du mich nicht gerettet? Gut, also, ich bin Mopis. Vielleicht kennst du mich aus dem Fernsehen. Ich bin nämlich Reporterin. Hey, ich habe da eine Idee. Du rettest doch Gestrandete. Könntest du auch nach dem Rest der Fernsehcrew suchen? Du kriegst auch was zum Dank. Okay, für ihre Mission muss ich einfach nur die Fernsehcrew finden. Bei dir kann ich abholen. Oh, das ist ja toll. Du hast so viele Pikmin erblühen lassen. Jo, wunderschön. Du bist noch nicht fertig, oder? Diese Welt braucht mehr Blumen. Lass sie erblühen. Nochmal 300. Okay, ich glaube, ich kriege jetzt einfach alle 300 Pigments, die ich erblühen lasse, irgendwas. So. Wer von euch ist Quiche? Du bist Quiche. Ich hasse Quiche. Wir waren mit dem Geowissenschaftler auf Exkursion zu diesem Planeten, aber dann sind wir abgestürzt. Kleinen Dank, dass du mich gerettet hast. Es war so schön, Frau Mika und Shiba aus unserem Club wiederzusehen. Kaya allerdings wurde noch nicht gefunden. Bitte such weiter nach ihr. Ja, das werde ich machen. Okay, damit habe ich dann jetzt alles, was ich tun wollte, abgeschlossen. Der Part ist jetzt schon lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.